Am Dienstag, dem 1. Mai, wurden die Agility Österreich Sieger 2018 gekürt. Agility stammt ursprünglich aus England, ist an den Springreitsport angelehnt und eignet sich für Zwei- und Vierbeiner mit viel Freude an Bewegung. Es festigt auch die Bindung zwischen Hund und Frauerl und Herrl. Beim Hundewettbewerb Agility geht es natürlich darum, in möglichst kurzer Zeit eine vorgegebene Hindernisstrecke fehlerfrei zu bewältigen. Wir haben auch gute Machtrenkler. Wir sind heute, glaube ich, mit ca. 15 Hunden am Start, wo wir schon wissen, dass einer Österreich-Sieger geworden ist. Der Parcours besteht aus Hindernissen wie Tunnel, Hürden, Laufstegen oder Wippen. Hundehalter und Hund durchlaufen den Parcours gemeinsam, wobei Herrchen oder Frauchen nur nebenher laufen und ihren vierbeinigen Sportpartner in erster Linie mit motivierenden Kommandos anfeuern. Das macht den meisten Hunden sichtlich großen Spaß. Außen, außen, okay, ja, oh, ja. Außen, ja, hey, Fiona. Außen. Ja, hallo, grüß euch, ich bin der Müller Günther, wohne im Achtrenk und mache mit meinem Hund Agility, aber im speziellen Paragility, das heißt Sport mit dem Hund, wo der Mensch ein Handicap hat, der kann nicht mehr, fast nicht mehr gehen und mein Hund läuft wunderbar. Bei dem Lauf, was ist da so, dass der Hund sehr kontrolliert sein hat müssen und mein Hund ist aber ein Hund, der selbstständig arbeiten will. Und ich als Parastatter komme nicht dorthin, wo ich sollte eigentlich. Ja. Aber trotzdem, es hat funktioniert und ich glaube, ich stehe am Stock mit meiner Hand. Und darum freue ich mich umso mehr, weil ich heuer im Herbst, im August, auf die WM fahren darf, nach England. Hopp! Fiona! Hopp! Ist denn nein? Hopp! Du! Fiona! Durch! Ah, nein! Hopp! Durch! Wie? Wie? Hopp! 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 Nein, lieber Haus! 20! Super, Mann! 72, 75! Veranstaltet wurde diese Meisterschaft auf dem Gelände des FSHC, direkt hinter dem ÖAMTC Fahrsicherheitscenter im Machtrenk. Wir sind seit 28. Mai 2015 in Machtrenk und wie schon unser Name sagt, Familien- und Sporthundecenter. Wir sind wirklich dafür da, dass Familien zu uns kommen. Das heißt, wir wollen wirklich, dass die Eltern ihre Kinder mitnehmen im Verein. Und die Kinder können genauso hier das Umgehen mit den Hunden lernen. Der FSHC hat mit seinen vielen Helfern einen reibungslosen und schnellen Turnierablauf veranstaltet. Und jetzt ein Außen, sehr schön geführt dieses Außen und ein zweites Außen und wieder schön geführt von Wolfgang durch den Tunnel. Über die Nummer 5 zu einem Außen, die Nummer 6, schön geführt, 7, 8 und in den Tunnel rein. Ja, und jetzt kommt der Slalom. Ein sehr schöner Slalom. Schönes Außen und Wolfgang läuft weiter, wieder ein schönes Außen und die Iowa geht in den Tunnel. Und sehr schön über die Hürde in den Tunnel und dann in das Ziel. Und ja, ein schöner Nullfehlerlauf. Also bei uns kann man von Welpen über Junghunde bis zur Begleithundeprüfung alles machen. Dann gibt es bei uns das Agility, was wir ja heute gesehen haben. Dann haben wir noch Longieren und Dog Frisbee.
Eine große Freude herrschte bei der Siegerehrung, da bei dieser Bürgermeister Paul Mahr dem FSHC den Juwelpreis überreichte. Der Preis, der für die vorbildhafte und sehr gute Jugendarbeit steht. Herzliche Gratulation! Wie tausche ich jetzt denn aus?